Hallo und willkommen zurück bei Uncharted 1 Drakes Schicksal. Nachdem wir in der letzten Folge einiges erlebt haben, unser guter Sullivan ist gestorben. Oder zumindest wurde er angeschossen. Zumindest war es so bei dem U-Boot. Und hier finden wir jetzt gerade eine silberne Inka-Figur. Oh Mann, Freunde, Freunde, Freunde. Und danach die Flucht, wo wir Elena getroffen haben, die mit uns geflüchtet ist. Und dann der Absturz mit dem Flugzeug in den Dschungel auf die besagte Schatzinsel, die alle suchen und wo wir uns nun befinden. Getrennt von Elena, und unser Ziel ist das brennende Flugzeug, weil dort die Schatzkarte noch sein soll. Ja, Drake. Soweit kann ich dann auch schon denken. Bitte einmal kaputt machen. So. Ist klar. Eintritt mit Schloss dagegen. Nichts passiert. Es bleibt standfest. Man schließt das Schloss kaputt, tritt dagegen. Alles fällt auseinander. Ist klar. Natürlich. Physiklogik. Egal. Ruhig hier bis jetzt. Und wieder mal ein lauschiger Wasserfall mitten im Pazifik auf einer wunderbaren Insel. So, wo geht's jetzt lang? Da lang. Da hinten sehe ich wieder was blinken. Na, den Schatz nehmen wir doch dann glatt mit. Was haben wir diesmal? Ein silbernes Fischamulett. Na denn. Tja, so kommen wir wohl nicht da hoch. Da müssen wir wohl hier rüber lang. Einmal hier hinauf und dort hinauf. Es ist mir ein Ticken zu ruhig gerade hier. Und wir müssen irgendwie dort rüber, glaube ich. Dort oben scheint auch etwas zu sein. Was ist das? Berechtigte Frage. Sieht aus wie eine Art, so ein Schutztotem oder ähnliches, aber kann ich das abschießen? Ist da eine Waffe da drin, oder? Komme ich da irgendwie ran? Also kaputt schießen haben wir jetzt probiert, funktioniert nicht. Sieht aus wie eine Waffe da innen drinne. Aber ich sehe nichts, was ich machen könnte, um da ranzukommen, wenn ich ehrlich bin. Es ist irgendwie dort befestigt, hier hinter, und da komme ich nicht ran. Drauf schießen haben wir gerade probiert, funktioniert nicht. Eigenartig. Ich gehe mal hier durch. Da gibt es jetzt den Weg. Gut, ich möchte da rüber. Einmal hier rüber gesprungen. Autsch. Einmal rauf, bitte. Ob es hier auf der anderen Seite was gibt. Ich gucke gerade mal eben kurz. Kein Schatz. Hätte ja sein können. Okay. Moment. Haha, doch ein Schatz. Ein goldener Frosch. Na, will einer einen Frosch haben? Ich hätte einen. So, jetzt mal langsam hier rüber balancieren. Tippel, 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 tapp. Da sind sie, oh, ja. Und da haben wir jemanden. Endlich mal Gegner hier. War schon viel zu ruhig. Wow, geh mal in Deckung. Unsere Lebensanzeige scheint zu sinken. Jetzt hörst du wohl auf mich zu schießen. Waren sie das alle? Ich glaube schon.
Weiter geht's. Also die schießen extrem amerikanisch. Viele Schüsse, wenig Treffer. Hey, nein. Wow. Dreh dich doch mal um, Drake. Mann. Jetzt reicht's. Oh, das war knapp. Also, viele Treffer kann man nicht einstecken. Und nicht mal eine Granate. Sogar zwei davon. Haben wir... Ne, wir haben wieder nur die Waffe. Ja, ich dich auch. Wow. Wow. Laden wir gerade mal nach. Oh, oh, nicht. Boah, bloß weg hier. Huiuiui, was für Druckwelle. Aber das kann ich auch, Freunde. Wenn ich wüsste, wie ich die verfickte Granate werfe. Bitteschön. Na super, hat ja voll was gebracht. So, einen haben wir erledigt. Ja, da muss echt aufpassen, dass man nicht zu oft getroffen wird, weil da... haben wir den erwischt? Ah, verflucht! So, jetzt haben wir ihn aber. Mann, Mann, Mann! So, alles mal hier einstecken. Können wir alles gebrauchen. Eine Granate haben wir noch. Und wo kommen wir jetzt hin? Sieht nach einem Aussichtspunkt aus. Und da unten sehe ich ein paar unserer Freunde. So. Komm, ein Kopfschuss. Ich verarsch es. Ich hab da voll drauf gezielt. Wow. Du bist tot. Und du bist tot. Naja. Noch nicht ganz. Aber ich sorg dafür schon. Huiuiui, Granaten ohne Ende. Und jetzt, komm schon. Komm schon. Jawohl, Treffer. Die halten schon ein bisschen mehr aus, habe ich den Eindruck, als noch auf der letzten Karte. Und wieder mal ein Kopfschuss. Ja. Da hinten sind die nächsten. Boah, Vorsicht. Puh, ziehen wir mal gut. Dann sind das viele Gegner. Ja, kommt mal näher. Oh, verfickte Kacke. Oh nein. Dann sind das viele. Einer da links. Den haben wir erwischt. Ah, jetzt schießt der schon wieder vor uns. Nein, du bist tot. Sag ich doch. So, jetzt haben wir noch die zwei da drüben. Mist! Ich versuche mal über die Flanke. Okay. So was ist sowas eigentlich immer mir. Gute Frage. So, noch einer. Er ist da drüben. Ich höre schon wieder was. Au! Wo denn nu? Haltet ihn auf! Eieiei! Da ist er! Nimm das! Hinterher! Macht keine Gefangenen! Boah, ey, wie viel suppt denn das noch? Er ist da drüben! Hey! Ey, wie viel kommen denn da?
Ist hier ein Nest? Boah, schnell Entdeckung. Okay. Boah. Fuck, 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 fuck. Das sind mir zu viele gerade. Boah. Oh Mann. Oh nein, 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 nein. Oh Gott. Gar nicht gut, gar nicht gut, gar nicht gut, gar nicht gut, gar nicht gut. Boah. Entdeckung. Boah. Oh, sind das viele. Boah, Gott sei Dank, den haben wir erwischt. Ist ja wie ein Nest. Boah, wer schießt denn jetzt auf mich? Da oben. Oh, der war fies. Oh, nimm die Waffe mit. Scheiße. Es wird immer enger. Dann müssen wir gleich hier rum und den ausschalten. So, den hätten wir. Jetzt haben wir nur noch den da oben. Wow, das war doch mal ein Kampf, der hat in sich gehabt bis jetzt. Mit so vielen hatte ich nicht gerechnet, aber einer lebt noch, das weiß ich. Jetzt nehmen wir jede mögliche Munition mit, die wir hier so finden. Schießt denn die da? Lad nach! So. Das müssten sie jetzt endgültig alle gewesen sein. Meine Fresse. Das war echt meine Hausnummer. Zum ersten Mal war ich dann doch ziemlich in der Bedrängnis. Ich hab mich gerade schon sterben sehen, einmal kurz. Aber wir haben es doch noch irgendwie hingekriegt. Und jetzt wird hier erstmal Munition eingesackt, so viel wie geht. Denn wir haben reichlich, reichlich, reichlich verloren an Munition. So, auch hier mal eben nachladen. Komm, du hast doch schon auch noch was da rumliegen. Sag ich doch, hoppala. Falsche Taste. Falsche Waffe. So, und jetzt würde ich gerne weiterkommen hier mal. Jetzt haben wir hier alles klar aufgeräumt. Puh. Was ein Start auf dieser Insel. So, das sieht doch sehr vielversprechend aus. Klettern wir mal hoch. Hier hinüber und dort hinüber. Da sehe ich schon wieder ein Tor. Ja, da kommt... Ich schätze mal, diese Granate hat sich nicht von alleine gelöst. Irgendwas sagt mir, dass ich hier noch immer nicht alleine bin. Ha, ich würde sagen, hat da was geblinkt. Ein verzierter Goldring. Wieder ein Schatz gefunden. Schön. Hier ist doch bestimmt noch einer. Wo soll denn sonst die Granate hergekommen sein? Komm, die nehmen wir auch noch mit. Jetzt haben wir ganze 4 Granaten sogar. Ich schaue mich hier gerade nochmal um. So, ich höre hier was. Ja, das höre ich öfter. Hi. Okay. Einmal kurz Hallo sagen. Treffer. Und du da auch. Komm her. Ja. So. 2 erledigt. Rein in die gute Stube. Da ist er. Ich wollte doch sagen, das sind bestimmt nicht alle gewesen. Keine Munition mehr. Oh. Scheiße. Was, was, was? Wow! Das ist weniger gut. Und jetzt werden wir vielleicht mal eine Runde sterben. Oh, oh, oh! Ja.
Gut, das war jetzt vielleicht nicht so intelligent. Gut, also direkt vorne reinstürmen, vielleicht nicht die geilste Idee. Und wir haben es ja gerade gesehen. Hi, Freunde. Probieren wir nochmal unser Glück. Oh, jetzt... Na, komm her. So, die werden erledigt. Waffe gewechselt, das müssen wir langsam aufpassen. Wieder. Ich würde wieder hier zurückgehen. Weil ich finde, da vorne sind wir einfach zu sehr Kanonenfutter. Wenn wir da mittendrin stehen. Hier haben wir einen guten Überblick darüber. Na, jetzt kommt schon her. Wow, wow, wow. Okay. Dann nehmen wir nochmal die Granate hier mit. Au. Nimm das. Bam, Baby. Wieder einer weniger. Da wird sogar zwei. Nein, da ist noch einer. Na, komm her. Nein, das ist noch einer. In Ordnung. Geh mal rein. Sofort in Deckung. Wir haben einiges erledigt. Dadurch haben wir jetzt ein bisschen mehr Platz. Wunderbar. So, jetzt alle Munition mitnehmen, die wir irgendwie kriegen können. Hier ist irgend... Ich höre da schon eine Granate. Kein bisschen nervig, die Freunde. So, da vorne geht's irgendwo hin. Hier ist... Wow! Einer von der Flak... So, den hätten wir. Na toll. Den hätten wir auch. Hoppala. Das war gar nicht gut. Nachladen bringt nichts. Waffenwechsel, würde ich sagen. Oh, komm her. Der hat eine neue Futterluke. Genau wie der. Komm raus. Sei brav. Na, das nenne ich doch mal Volltreffer. Ah, das könnte helfen. Nein, das könnte nicht helfen. Ich nehme lieber die. Ich stehe nicht so auf die Schrot. Aber ich hätte gerne mal ein bisschen mehr Munition jetzt für diese Waffe hier. Na toll. Was macht denn hier? Hoppala. Entschuldigung. War keine Absicht. Ich wollte eigentlich... Eigentlich nur die Waffe hier nachladen. Der hat auch noch was, aber nicht das, was ich brauche. Na toll. Nicht sehr hilfreich, die Jungs. So, jetzt haben wir hier uns hier mal echt durch die Gegend geschossen. Und das ist aufgeräumt. Jetzt ist mal wieder Zeit für ein bisschen für eine Ruhe, würde ich sagen. Oder wie seht ihr das? Und da sehe ich einen Schatz. Juhu, ein... Mit Muster dekorierter Silberring. Nehmen wir doch gerne mit. Aber weiter geht's hier trotzdem nicht. Ah, doch, wenn wir jetzt hier hin. Hallo? Das Ganze nochmal bitte. Diesmal bitte ohne abzustürzen. Danke. Aber irgendwie. Nee. Irgendwie ist das nicht das Wahre. Oder? Dann geht's da hin. Doch, ich glaube, wir müssen darüber dorthin. Aber ganz ehrlich, ist ja nicht eine einfache Möglichkeit nach oben. Gut, das funktioniert schon mal.
Ah, okay. Da kann man auch drauf springen. Schön zu wissen. So, dann geht's hier weiter. Nein, 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 nein. Boah. Ja, der gute Nathan ist manchmal ein bisschen schwerfällig in seinen Bewegungen. Na, ganz toll. Ja. Das lief nicht wie geplant. So, nochmal das Ganze. Einmal hier. Komm. Nathan, einmal gedreht. Einmal rüber. Einmal nach. Ja, ja, ist ja gut. Ich hab's schon verstanden, wo ich hin muss. Nur ohne abzustürzen wäre ganz cool. So, da wären wir oben. Und drüben auf der anderen Seite. Na, Gott sei Dank. Puh. Und landen an der nächsten Ecke. Gibt's hier irgendwas? Das sieht so schatzverdächtig aus. Aber scheint nicht der Fall zu sein. So, einmal ins Landesinnere gesprungen. Und da haben wir schon wieder Gegner. Ich würde sagen, Zeit für eine Granate. Rums! So, zwei sind ausgeschaltet. Leider nicht so, wie es geplant hatte. Puh. Wow. Ja, komm her. Komm. Ja, ich weiß, ich bin ein Arschloch. Na und? Ihr seid ganz viele. Da schießt da noch einer. Ich höre dich. Da drüben ist der. Oh, der ist gar nicht gut. Den müssen wir irgendwie entkommen oder erledigen. Ich entkomme gerade erstmal. Wow. Heidewitzka, sage ich dazu nur. Wow. So, ich brauche... Nein, 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 ich brauche Munition. So, bitte einmal nachladen. Haben wir. Gut. Na, die haben es in sich hier. Jetzt ist die Frage, oben lang, unten lang. Ich gehe erstmal hier oben hin. Hier ist ja bestimmt, wollte gerade sagen, bestimmt ein Schatz. Ein goldener Jaguar. Na, den packen wir doch glatt mit ein. Aber mehr gibt es dann hier oben auch nicht. Da hat noch was geblitzert. So, und damit sind wir wieder voll mit Munition. Jetzt bräuchte man wieder Granaten, ein paar. Gehen wir mal weiter. Und da ist wieder... Wie nett. So ein Totem. Dingen. Aber was kann man damit denn anstellen? Ich probiere es nochmal. Entschuldigt. Nee. Kann man nicht kaputt schießen. Keine Ahnung, was die Dinger bringen sollen. Ah je, was haben wir denn hier? Ein Wasserfall, ein Fluss und wir mittendrin. Na spitze. Gehen wir hier lang, das sieht vielversprechend aus. Eine kleine Klettereinlage. Hopp, schneller. Puh, das war knapp. Na komm, Nathan, einmal nach oben. Rüber auf die andere Seite. Ab nach oben. Oh, ich werde schon wieder beschossen. Ah, jetzt fix noch ein. Eieiei, die treffen aber gut von da oben. Der lebt gerade nach. Oh, und der fällt einfach mal runter. Und der kriegt einen Kopfschuss und dann ist Ruhe. Weiter geht's für uns. Okay, dann einmal hier hin und einmal komplett rüber. Boah, festhalten, Drake. Weiter. Nein, nein! Scheißendreck. Au. Das hat ganz bestimmt wehgetan, Drake. Tut mir leid. War keine Absicht. Ich dachte, der... das war knapp.
So, und weiter. Und rüber. Hoch und rüber. So. Keiner, der auf mich schießt? Was ist denn hier los? Jetzt unten rum. Sowas. Oh. Ja. Scheiße. Aber was hätten wir da jetzt besser machen können? Okay, ich probiere es noch einmal. Okay, das hätten wir besser machen können. Heidewitzka. Da kommt es aber echt aufs Timing an. Oh nein. Seht ihr das, was ich sehe? Ja, natürlich seht ihr das. Aber mein Freund, ich hoffe... Nein! Nein! Ach, scheiße, da habe ich... verdammt! Die andere Seite will ich noch erreichen. Okay, nochmal. Das kriegen wir diese Folge noch hin hier, verdammt. Kann ja wohl nicht wahr sein, dass wir das nicht schaffen. So, nochmal das Ganze. Und... Rums! Komm schon, Drake. Ab da oben. Entschuldigung, tut mir leid. Ja, und auf Wiedersehen. Schöne Reise. So müssen wir jetzt, ich glaube, wir müssen... Ja, genau, weiter in die Richtung. Ist das eine Springerei? Himmel. Au, 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 au. Ja, wer schießt denn da? Mann, ey. Ich glaube, er takt. Wollte gerade sagen, Drake, geile Idee. Jetzt aber. So, das sieht doch ganz gut aus. Boah, endlich raus aus diesem Wasserfall. Und rein in den Dschungel. Ich decke mich mal eben wieder ein. Damit und damit. So, meine Freunde, an dieser Stelle würde ich sagen, eine Kletterpartie mit einigen Action-Einlagen. Meine Güte, da kommen wir ganz schnell ins Schwitzen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und beim nächsten Mal hoffentlich kommen wir dann endlich mal beim Flugzeugwrack an. Also, bis zum nächsten Mal hier bei Uncharted Drake's Schicksal.